In dieser Aufgabe geht es um Basisbandmodulation mit der Simulationssoftware WinIQ Sim und verschiedenen Modulationsarten mit verschiedenen Filtern und Pulsformern. In der ersten Aufgabe sollte man ein Binary Phase Shift Keying Modulationssignal erstellen. Das besteht aus den Phasen 0 und 180 Grad und dabei erstmal ohne Filter. Man sieht, dass alle Frequenzen im Spektrum vorhanden sind. Es gibt steile Phasensprünge im Augendiagramm. Das ist hier der Anteil, der I-Anteil, also der Realanteil, weil der Q-Anteil quasi gleich 0 ist. Das sieht man auch schön im Konstellationsdiagramm. Da sind die Punkte genau dort, wo sie sein sollen. Nun soll ein Root-Cosine-Filter eingeschaltet werden und man sieht schon am Spektrum, dass es nun begrenzt ist. Aber am Augendiagramm sieht man, dass die Phasen nicht genau exakt auf den Grenzen liegen. Das sieht man auch am Konstellationsdiagramm. Jetzt wird das Receive-Filter eingestellt. Das ist auch ein Root-Cosine-Filter und man sieht, dass die Phasen wieder exakt sind. Das kann man auch sehr schön im Konstellationsdiagramm sehen. Jetzt wird ein Butterworth-Filter genommen und ein weiteres Filter eben als Receive-Filter und man sieht am Spektrum, dass die Bandbreite wesentlich höher ist und die Phasen auch nicht mehr so exakt. Das sieht man auch im Konstellationsdiagramm. Es gibt hier keine genaue Phasenlage mehr. Im weiteren Teil soll das gleiche mit QPSK stattfinden, wieder ohne Filter, das Spektrum, das Augendiagramm, hier nur der I-Anteil, der Q-Anteil sieht genauso aus und das Konstellationsdiagramm. Wieder mit Root-Cosine-Filter soll das hier heißen. Das Konstellationsdiagramm und mit Receive-Filter das Augendiagramm und das Konstellationsdiagramm. In den letzten zwei Aufgaben geht es noch um Amplitude Shift Keying. Und zwar soll man in der ersten Aufgabe eine ASK8-Modulation erstellen mit äquidistanten Schritten. Und im Augendiagramm sieht man sehr schön, dass die Werte alle positiv sind auf dem I-Anteil und dass die Abstände der Werte gleich groß sind. Und zum Schluss noch ein ASK-Signal mit On-Off-Keying, also nur 0 und 1, mit einem Kilobit, ohne Filter. Das besteht aus einem Frame mit einer Preamble, einem Sync und einem Dummy. Und das Ganze sieht dann so aus. Alles in allem war die Aufgabe recht interessant, weil man die Modulationsverfahren auch mal in der Praxis gesehen hat. Das Einarbeiten in die etwas ältere Software hat ein bisschen länger gedauert und es haben uns leider noch ein paar Punkte im Bereich der Übertragungstechnik, vor allem in der digitalen Übertragungstechnik, gefehlt, zum Beispiel zum Root-Cosine-Filter oder zum IQ-Verfahren generell.